Guten Tag und willkommen, ich bin Hyde und es wird Zeit für einen neuen Super Mario 64 Hack. Nachdem wir Super Mario 74 EE fertig haben, wird Hyde nun Zeit. Und es wird Zeit für einen Hack, bei dem ich wieder lerne, keine Safe States zu nutzen. Und ich glaube, das wird auch soweit erstmal klappen. Also 74 war ja, also 74 EE war ja ein Hardcore-Hack, wo man eigentlich unbedingt mit Safe State spielen sollte. Wenn man nicht total wahnsinnig ist. Gibt ja ein paar. So, wir sind jetzt hier in der Welt von Rainbow Road. Wir spielen hier Super Mario 64 Rainbow Road. Oder einfach nur Super Mario Rainbow. Ihr wisst schon Bescheid. So. Wo fängt der Spaß nochmal an? Ich habe ja schon mal angespielt hier. Erstmal labern. Hey Mario, welcome to the Rainbow Palace. Enjoy the peace. Den Frieden. Aber wo Goombas sind, kann es keinen Frieden geben. It looks like the flowers have a secret. The flowers have a secret? Was für ein Secret? Was will er mir damit sagen? Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwie irgendwo hoch? Nö, ist jetzt einfach... Ich glaube, hier fängt es an. Da ist die Sterntür. Ja. King Bob Omb Sky Fortress Sunny Island, Kurs 1. Dann fangen wir mal an. Erstmal... Die Bob Omb Rebellen sind zurück. Hey Mario, it's nice to see you here. King Bob Omb has stole some of Bowser's stars. Please take them back to the castle. Good luck. Was? Der hat Bowser einen Stern geklaut? Was? Warum? Rebellieren die jetzt oder was? Und versuchen jetzt selber die Herrschaft zu erringen über irgendwelche Teile. Hey Mario, show me your skills and jump on every stone. I will give you a star if you are done. Ja, dann machen wir das mal. Eine Piranha-Pflanze. So, wollen wir hier noch mehr Steine? Steine. Ich will Steine. Und wieder ein Stein. Noch zwei. Das wird kein Stein sein. So, wo war ich jetzt noch nicht? Hier drauf? Hey, du hast mich angelogen. Du wolltest mir den Stern geben, nicht der Turm. So, wo ist der Turm? Der ist da hinten. Wow, ich habe sogar die Piranha-Pflanze dabei gekillt. Super tolle Super Mario 74 EE-Skills rausgepackt, alles fertig. Also dürfte jetzt zumindest am Anfang überhaupt kein Problem sein, der Hack. You got one star, be happy. Das klingt schon ein bisschen... Was ist das denn? Achso, Schmetterlinge haben Schatten. Oh, ich habe den letzten Stern gemacht. Stonejumper, ja. King Bob Omb Sky Fortress. Dann öffnen wir mal die Kanone, wa? Weil wir müssen auf Sky Fortress rauf. Und der Tank da oben. Und da kommen wir nur mit einer Kanone hin. Angenehm ruhige Musik. Können wir schon mal merken, da ist eine rote Münze. I will open the cannon for you. The cannon is open. Jump in and fly. So, die Kanone ist auf den anderen Berg. Weiß ich ja schon, ich habe es ja, wie gesagt, schon mal angespielt. Um ein bisschen
zu wissen, wie der Schwierigkeitsgrad ist. War in fast jedem Anfangslevel jetzt, glaub, kurz mal drin. Hab da einen Stern geholt, um halt zu testen. Ja, wir müssen eh denn hier noch erstmal den Schalterpalast aktivieren. Beziehungsweise den roten Schalter für die rote Box, damit wir wahrscheinlich alle Sterne bekommen können. So, jetzt landet drauf. Wow, wir sind gegen eine unsichtbare Wand geflogen. Ernsthaft? Okay, dieser Hack ist nicht frei von Fehlern, ist okay. Aber das sollte jetzt wirklich nicht passieren, mitten in... Oh Mist, ich wollte dich töten. Ich hasse diese Anzeige. Ich hasse sie. Sie ist so nervig. So, ich wollte die rote Mütze nur haben. Ja, dreh doch durch, mir doch scheißegal. Könntest du bitte auf der Insel denn auch landen? Fein gemacht. Hallo, King Bob Omp. Sieh da einen Schatten? Oh, kommt der denn runter? Oder wie sieht's aus? Alter, jetzt muss ich unbedingt die komischen Skills rauspacken, die ich gelernt habe, oder was? Oh, den kriege ich auch so, den kriege ich auch... Den könnte ich so kriegen. Aber ich glaube, der kommt dann runter, wenn wir ihn besiegt haben. Mist, hätte ich den da sofort gemacht, dann hätte ich den... Komm auch. Ich will den so bekommen, verdammt. Sag doch, krieg den auch so. Jetzt weiß ich nicht, ob der jetzt runtergekommen wäre, wenn wir Dings besiegen. Den König. King Bob Omp's Secret Star. Okay, den hätte man auch so bekommen sollen. Dann haben wir die mal vorgegriffen. Ist auch gut. Ich frage mich aber, wie man den jetzt... Hätte man den auf die Weise holen müssen? Oder nicht? Das kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da wäre dann vielleicht sogar eine Plattform gekommen, wenn man bei den Sternen gewesen wäre. Wenn man den Stern ausgewählt hätte in der Auswahl. Lande auf der Insel. Danke. Fast hinausgeschossen. Guten Tag. It's a long time ago. No, you can't beat me again. Muahaha. Wow. Ding. Wie oft habe ich ihn jetzt schon besiegt? Viermal? Ja, dürften viermal... Ja, viermal. 64, Star Road, 74, 74 EE und jetzt den. Da haben wir fünfmal. Okay, geht noch weiter. Wie oft darf ich ihn besiegen? Und 5. Oh, ist in der Wand drin. Ja, gut. Ja, schön. Wunderschön. King Bob Omp's Sky Fortress. You got 3 stars. And? Wäre ich jetzt erstmal am Anfang verhöhnt, weil es so einfach ist, oder was? Climb up!
Was heißt jetzt Climb Up? Kletter hoch. Nur wo hoch? Auf alle fünf Dings? Oder auf das Schloss? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, es ist irgendwie so eine Wortphrase von mir geworden. Wortphrase ist auch so toll. Doppelt gemoppelt. Komm, wird der Goomba mit hochgeschossen, wäre schön. Komm, lass uns zusammen fliegen. Ich hab da noch eine. Oh, fuck. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Ja. Man kann auch einfach mal keinen Schaden nehmen. Das ist auch nett. Das hat die Piranha-Pflanze davor bewahrt, von mir getötet zu werden. Mann. Pam, pam, pam. Über mir ist noch eine Insel, habe ich gesehen. So weit fliegen. Darf also nicht zu steil und nicht... Ja, da ist noch irgendwas. So ist gut. Stell mich hier auf die Brücke. Ja, da ist noch eine Insel. Muss ich wahrscheinlich hinfliegen, denn... Ich hab dich nicht mal berührt. Ach, hier. Einmal die Stange hochklettern. So. Geht's hier noch weiter hoch? Nö? Vielleicht später, wenn wir fliegen können? Na. So, dann fehlt noch der für mit der roten Box und die roten Münzen. Was sich ja nicht lohnt. Obwohl, kann ich die roten Münzen und die 100 Münzen schon machen? Da waren kaum Münzen, oder? Ich habe da jetzt nicht wirklich viele gesehen. Vielleicht die ganzen... Die ganzen Dings vielleicht. Die ganzen Piranha-Pflanzen. Sunny Red Coins! Sunny Red Coins! Ich hab dich nicht mal berührt! Da bist du schon gestorben! Was meint denn da? Okay, sie bringen sich selber um. Nein! Sie bringen sich selber um. Das ist ja eine komische Veranstaltung hier. Wenn die sich selber umbringen. Das ist ja... Das könnt ihr doch nicht machen. Euer Sinn hat zwar kein Leben. Was? Ah, das heißt doch nicht, dass ihr euch unbedingt umbringen müsst. Und explodiere. Oh nein, im Wasser. Ich hab sie ja bekommen. Außerdem ist hier noch eine rote Münze. So, wo geht's hier wieder raus? Dich hatten wir schon. Tot. Gib mir all euer Geld. Diese scheiß Selbstmordviecher. Hört auf mit den Scheiß. Muss die ganzen Goombas zuerst töten. Fresse! Ist der immer noch hinter mir? Diese kleine Sandbank.
Irgendwas versteckt hier hinten sonst? Nö. Nur eine nervige rote Münze, zu der man hinschwimmen muss. Ist aber nicht so schlimm. Ah, ist zu steil. Wow. Ist ja jetzt ein bisschen kacke. Also ist die rote Münze ja noch nerviger, als ich dachte. Ey, bleib mal schön hier. Wollte gerade sagen, noch so ein Selbstmordvieh. Töte ich jetzt jedes einzige Vieh hier, ist ja übel. Eigentlich ist Mario einfach nur ein raffgieriger Mörder. Die armen Wesen werden getötet, nur wegen dem Geld. Aus welchem Spiel stammt die Musik? Ich weiß sowas leider nicht. Ich bin da leider nicht der Experte drin. Ich habe viel nicht erlebt. So Videospiel technisch. Ist ein gutes Training, wenn man das trotzdem so macht. Ich hätte mich auch runterrutschen lassen können und einfacher wieder hochkommen lassen können. Also hat müsst ja auch irgendwann mal sitzen, vernünftig. Ah, da ist noch eine rote Münze drauf. Ah, hier war nur der. Rutsch mal schön runter. Hol dir die rote Münze. Ey, du sollst springen. So, war jetzt hier noch irgendwas? Ah, die Springbox. Ja, war schon mal fast die Hälfte. Ist ja schon mal was. So, da war eigentlich nur der Stern drauf. Wie sieht es hier aus? Vielleicht hinter dem Berg nochmal eine rote Münze. Habe ich die Pflanze schon gekillt? Ich glaube schon, die hatte ich schon. Ja, dann sind bei dem Schloss noch Sachen. Hey, ihr komischen, suizidgefährdeten Goombas. Ich töte euch mal vorsichtshalber. Alter, ich war einen Meter schon noch entfernt, da. Die sterben einfach alle. Sterben alle von selbst. So, fehlt ja nur noch eine. Ey, bleib mal stehen, bevor du auch noch stirbst. Ohne Grund. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier fehlt ein Goomba. Da ist er. Kommt die Münze runter? Oder ist die für den Arsch? Oh, ganz toll, die ist für den Arsch. Wehe, das scheitert an der kacken Münze. Das wär kacke. Das wäre richtig kacke. Ich habe das Gefühl, das wird an der Mütze scheitern. Ah nee, hier ist sogar noch ein Scheiter. Mal sehen, wo der mich hinführt. Ach, verdammt. Nee, es ist egal. Da oben sind noch...
genug Piranha-Pflanzen und das auch noch ein Bob-Omb und Schnuppe! Wunderschön gelandet. Tötet ihr trotzdem alles. Einmal geklatscht. Und nochmal. Bam. Ah, da gibt es ja noch die rote Münze, stimmt ja. So. You got us there, do you want to save? Natürlich. Mach den Scheiß hier doch nicht umsonst. So, ich darf wieder runter. Das ist ja kein Problem. Was war das noch? Was war das? Ein sanfter Fall. So, wo ist der Stern? Da ist er. Ja, Checkpoint, lass mich in Ruhe. So läuft das. Ja, ist recht geschillt gewesen. War einfach alles. Save and continue. Und damit wären wir erstmal fertig mit dem ersten Level und mit der ersten Folge. Wir sehen uns dann bei dem zweiten Level mit der zweiten Folge. Bis dann, Glück auf. Euer Hyde.